Abgeordnete hat im Namen der Fraktion der Grünen für eine Minute das Wort. Frau Keller, bitte. Vielen Dank. Sowohl in Zentralamerika als auch in Peru und Kolumbien gibt es ungeheuer viele Probleme im Bereich der Menschenrechte. Und wir als EU-Abgeordnete können nicht einfach unsere Augen davor verschließen. Die im Fall von Kolumbien und Peru vom EP geforderte Roadmap für Menschenrechte werden wir eingehend prüfen, wenn sie denn erstellt wird. Sie muss Substanz haben und verbindlich sein und erste Ergebnisse, etwa die Verurteilung von Straftätern und eine sichere Rückkehr von Vertriebenen auf ihr Land beinhalten. Und natürlich muss sie auch vor der Abstimmung über das Abkommen vorliegen. Wir Grüne finden es richtig, dass der Handelsausschuss Umwelt- und Sozialstandards im Verordnungsvorschlag zu den Schutzklauseln einfordert und nicht nur Tonnenbeschränkungen für Bananen. Der Trilog muss diese aber dann auch bestätigen, sonst ist die Verordnung wertlos. Überhaupt muss die EU viel mehr tun, um die Situation vor Ort und vor allem die Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung im Auge zu haben. Und deswegen fordern wir Grüne auch vor jeder Verhandlung eine ordentliche Folgenabschätzung, die nicht nur die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die EU überprüft, sondern eben auch die Auswirkungen auf Menschenrechte. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat im Namen der GUE-Fraktion für 1 Minute 30 das Wort Herr Omarjee. Bitte. Herr Präsident, vielen Dank. Herr Kommissar, ich kann mich dem Optimismus derjenigen nicht anschließen, die sagen, dass die Schutzklauseln in der geänderten Fassung ausreichen, um die Bananen